Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Oh, mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich mal das Spiel speichern. Ich werde es vermutlich nicht neu laden, ich möchte es einfach nur gespeichert haben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mir erstmal die Situation nochmal angucken. Okay, ich muss von dem da weg. Ich habe Angst vor dem. Hier haben wir auch nochmal den Luxus, wir müssen noch nicht nachladen. Das heißt, noch können wir einmal schießen. Damit machen wir hoffentlich den Zombie da kalt. Ja, machen wir auch. Wir sehen uns in der Hölle. Moon alle. Okay, jetzt haben wir auch da Moon alle. Auch wenn ich Moon eine sehr merkwürdige Abkürzung für Munition empfinde, aber okay. So, hier ist leider auch die Situation von wegen Moon alle. Das heißt, einmal nachladen, bitte. Für Scott gilt das gleiche. Geladen und entsichert. Für Dan gilt und wahrscheinlich auch für die Kollegin da hinten. Daneben. Kollegin? Kollege? Kollege. Für den Kollegen da. Das ist manchmal doch etwas schwierig, hier Mann von Frau zu unterscheiden. Eigentlich äußerlich unterscheiden die sich ja scheinbar nicht so sehr. So, für die beiden war jetzt erstmal wegrennen angesagt. Und für da wäre eigentlich eine Granate angesagt und oh Gott. Warum muss das denn sein? Gab's die im Dutzend billiger? Oh Gott. Ah, komm mir doch nicht so nah. Okay, immerhin freie Zielauswahl. Ah, ein Stückchen möchte ich mich schon zurückziehen. Wie sieht's denn hier hinter den Kisten aus? Das Viech sehen wir auf jeden Fall noch. Ich muss jetzt erstmal Stück für Stück gucken. Auf jeden Fall muss ich mich mit jedem immer wieder zurückziehen. Das ist unser Rückzugsort. Naja, so weit können wir nicht mehr zurück. So, hier können wir uns, glaube ich, erstmal ziemlich weit zurückziehen mit ihm hier, Malachi. Mit Malachi können wir uns erstmal ziemlich weit zurückziehen. Der spürt ja schon den Atem des Zombies. Aber auch für Dang heißt, wir müssen ein Stückchen zurück. Ich weiß nur nicht, was jetzt genau ein Stückchen ist. Wir sind dann natürlich vor Beschuss ziemlich ungeschützt, aber wann wurden wir schon zuletzt beschossen? Wir laufen also bis nach dort. Ich weiß nicht, ob das an Weglaufen reicht. Okay, auf wen schieße ich jetzt? Das ist die andere Frage. Okay, der hat Holo-Ziel. Das heißt, er muss auf jeden Fall zuerst schießen und wählt damit das Ziel aus, auf das alle anderen ballern werden. Ich glaube hier... Sie kann sich erstmal ein Stückchen zurückziehen und nachladen. Bin wieder da! Also gut, die ganze Sache heißt jetzt für Dang, du wählst das Ziel aus. Und das Ziel heißt komisches Alien. Genau das. Bitteschön. The stage is yours. 6 Schaden sogar gemacht. Ich brauche Munition. Ja, demnächst musst du nachladen, ich weiß das. Aber demnächst ist noch nicht jetzt. Wow, jetzt muss auch nachladen. Vielleicht gar nicht bedacht gerade.
werde jetzt aber erst noch mal weiter auf das Alien-Vieh schießen und es umhauen. Ich glaube, man erkennt das so ein bisschen an der Kameraperspektive. Okay, weiter geht's. Ich frage jetzt nur wie. Wir laden hier nach. Okay, jetzt kommen die wieder alle ein Stückchen näher. Aus dem Platz schon wieder so ein neuer heraus. Und da kommt noch einer. Vielleicht hätte ich doch die Zombies erst ausschalten sollen. Taktisch gesehen war es vielleicht nicht ganz so klug. Na, Hilfe, ich will nicht. Okay, Dang hat schon wieder keine Muni mehr. Und Dang musste auch weg. Ach, Dang, renn mal am besten. Wir müssen da alle weg. Alle müssen wir da weg. Ich möchte aber mich nicht nur zurückziehen. Ich möchte auch schießen. Das ist im Moment mein Hauptproblem. Für dich heißt es auf jeden Fall auf den schießen. Sehr gut, dass wir schon mal getroffen haben. Oh Gott, das war der mit der Granate. Soll die mal werfen. Auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe, dass der Zombie gleich macht. So, willkommen zurück. Ich hatte gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Um genau zu sein, ist mein PC abgestürzt. Deshalb habe ich jetzt einfach mal eben das Autosave am Anfang dieser Runde neu geladen und habe auch versucht, hier eben nochmal nachzuspielen, was eben in der Runde bis jetzt passiert ist. Dazu habe ich übrigens einmal neu geladen. Und weil das eben nicht sofort geklappt hatte, weil jetzt spielen ja nur Trefferwahrscheinlichkeiten eine Rolle. Aber ich wollte eben möglichst wieder die Situation haben, die ich auch hatte, als mir das Spiel abgestürzt ist. Ja, ich guck mal, wie ich hier gerade weitermache. Ich glaube, ich ziehe mich mal ein Stückchen zurück. In meinen Augen bricht dieses Neuladen übrigens auch nicht die Regel, die ich mir da auferlegt hatte. Bitte triff jetzt. Dass ich nicht neuladen möchte in diesem Let's Play. Weil nämlich, ich habe ja nur neu geladen, um wieder die gleiche Situation zu haben, die auch im Let's Play wirklich schon zu sehen war. Und ja... Das ist jedenfalls so meine Meinung dazu, dass das legitim war, nochmal neu zu laden fürs Nachspielen. Und wie ihr dazu steht, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. So viel dazu. Das war jetzt ehrlich gesagt genau das, worauf ich gehofft hatte, dass wir nämlich kritisch treffen und den umbringen. Ach nö, jetzt muss doch nicht die Untertasse schon wieder kommen. X-Rays kommen von der Seite! Aua. Ai. Okay. Ich weiß gerade eben irgendwie nicht weiter.
Wenn ich jetzt theoretisch ein volles Feuer auf den da geben würde, dann könnte ich den ja vielleicht umbringen. Aber was mache ich da mit seinem Kollegen da hinten, beziehungsweise mit diesem komischen Viech? Wir schießen erstmal drauf. Okay, das war schon mal gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wie gut ist deine Trefferchance. 90%. Möchte ich das wagen? Großes Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass er nicht schießen kann. Was ich machen könnte, ist, ich ziehe mich mit ihm zurück. Schieß dann mit einer Rakete drauf. Ich ziehe mich mit ihm hier zurück. Schieß dann mit einer Rakete da auf die Kisten und das Alien. Problem ist, ich sehe da ein bisschen eine Raketenverschwendung drin. Andere Möglichkeit ist, ich ziehe ihn hier in Deckung und lade dann mit ihm einfach nach und guck, dass ich den hier sonst irgendwie loswerde. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Es nervt auch ein bisschen, dass ich hier hinter das Auto nicht mehr komme. Ich glaube, ich werde das jetzt mal so versuchen. Also, einmal auf das Viech vor dir schießen, bitte. Wenn der jetzt Pulsbogen dabei gehabt hätte, so rum, wäre es natürlich ziemlich cool gewesen, hätten wir sowas auch mal fangen können. Aber hat wohl nicht sollen sein. Wie groß ist denn hier die Trefferchance? 35, das ist wenig. Das heißt, du gehst mal nach da. Heilst deinen Kollegen mal. Dem geht's ja nicht gerade nicht mehr so gut. Okay, dang. Geht da hinten in Deckung. Und lädt nach. Alles wieder im grünen Bereich. Was machen wir jetzt mit dir? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich könnte bis nach hier hinlaufen. Ich glaube, ich werde auch bis nach hier hinlaufen. Vielleicht sollte ich auch eine Rauchgranate werfen. Was mache ich jetzt? Draufschießen? Rauchgranate? Feldposten? Wie viel würden die Rauchgranate abdecken? Dann könnten wir die drei hier abdecken. Das wäre schon mal was. Ich glaube, ich werfe hier mal eine Rauchgranate. Oh Gott! Da liegt eine Rauchgranate, möchte ich anmerken. Ah. Ich bin mit der Gesamtsituation gerade so ein bisschen unzufrieden. Gut aber, dass wir den einen nochmal geheilt hatten. Es hätte sonst schlecht für ihn ausgesehen. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wohin. Wohin mit uns? Wir haben hier natürlich überhaupt keine Deckung mehr. Ich weiß generell nicht, wie das hier mit unseren Deckungen so aussieht. Nach hinten hin haben wir kaum noch eine. Das heißt, Rückzug ist vielleicht nicht unbedingt so klug. Ich glaube, wir gehen mal dahin. Und schießen dann auf das Roboterviech. Obwohl, auf der anderen Seite, ich muss vielleicht mal gucken. Wenn nämlich er schießen kann, muss er es zuerst machen. Das heißt, ich ziehe, glaube ich, ihn mal dahin. Und dann wird da oben drauf geschossen. Ja, cool, wenn du triffst. Ja, der trifft sogar. Weiß ich ja nicht, auf wen ich schießen soll. Also wer auf wen schießen soll. 60% Trefferchance, hau drauf. Sehr gut, das Teil haben wir schon mal vom Himmel geholt. Was ist das denn jetzt für eine Ansicht? Ja, Soldateninfo, vorheriger Soldat. So, jetzt haben wir wieder die richtige Ansicht. Dankeschön. Dankeschön.
Warum auch immer das gerade so komisch war. Okay, weiter geht's. Ich weiß im Moment schon wieder nicht, wohin mit den ganzen Leuten. Jetzt habe ich Angst, dass wieder so ein Fernkampfviech kommt. Ah, ich kann den gar nicht von hier sehen. Ah, auch schön. Das heißt aber, wir haben gleich einen guten Kandidaten für einen Feldposten. Und hier haben wir noch die Wolke. Ich glaube, wir können einfach mal drauf schießen. 55% Trefferchance, meine ich. Und wir haben auch getroffen. Es ist sehr gut. Rücken wir hier nochmal vor und schießen dann nochmal drauf und treffen bitte. Kamera sieht gut aus und der Treffer sieht auch gut aus. Sehr gut. Und hier jetzt einfach mal bitte Feldposten. Da kommt der nächste. Und die Musik wird wieder so schön spannend. Okay, hier hat der Rauch aufgehört. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Können wir uns mit ihm mal hier rüber verziehen? Und auf das Alien schon mal schießen? Gibt uns nämlich wie immer Holo-Zielen. Leider ist er nicht getroffen. Ziel verfehlt. Hier weiß ich wieder nicht. Wir haben im Moment keinen Gegner hier, der Fernkampfwaffen benutzt. Wir können also hier einfach mal hochgehen. Das heißt, wir haben hier nämlich eine 73%ige Trefferchance. Du kannst auch mal versuchen. 65% ist ziemlich gut. Na gut, ziemlich gut ist es auch nicht, aber es reicht immerhin. Ich bin leer. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier ein Stück nach vorne ziehen. Der ist ja auch leider sehr schwer verwundet. Hier vielleicht auch ein Stück nach vorne ziehen. Ja, so ein Stückchen mal. Da kommen sie. Oh Gott, da ist noch so ein Viech. Große Frage, kommt der bis nach hier hinten? Ich glaube einfach mal nicht dran. Deshalb schieße ich von hinten drauf. Leider nicht getroffen. So, der Feldposten schießt einmal. Ah, trifft aber nicht. Justiere Zielvorrichtung. Ah, komm mir nicht zu nahe. Also gut, wir müssen uns alle ein Stückchen zurückziehen. Ich glaube, da bin ich gerade nicht der Einzige mit der Meinung. Allen voran, du musst ziemlich weit weg. Und bei den anderen schaffe ich es vielleicht auch, wenn ich mich nur ein Stückchen weiter zurückziehe. Hier zum Beispiel das Auto. Wo haben wir denn jetzt unseren schweren Soldaten? Ah, du bist der schwere Soldat. Ja, dann kannst du schon mal drauf schießen. Einmal ein Holo zielen, dankeschön. Hier können wir uns auch mal ein paar Meter zurückziehen. Und draufschießen mit 73% Chance. Da trifft man auch schon gut. Meine Knarre ist alle. Hier haben wir jetzt das große Problem, dass wir keine geladene Waffe haben. Also heißt es erstmal nachladen. Packen wir es an. Hier sind wir in der glücklichen Situation, dass wir noch Munition in der Waffe haben. Das heißt, wir ziehen uns nur ein Stück zurück und schießen dann nochmal. Treffen leider nicht. Vielleicht hätte ich Feldposten machen sollen. Ah. Bleib da stehen. Hat irgendjemand noch Munition? Ja, haben wir noch Munition. Schießt du mal. Obwohl, schießt von da aus? Nee. Nicht von da. Obwohl.
Wir setzen mal alles auf eine Karte, hau drauf. Dankeschön. Kill bestätigt. Ich glaube, jetzt heißt es mal vor allem nachladen. Ich habe auch festgestellt, dass die Schnelltaste fürs Nachladen R ist. Bin bereit. Oh Gott, bitte lass jetzt nichts Böses kommen. Dankeschön. Okay, ich würde mal sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang die Folge jetzt geworden ist. Weil mir ja mittendrin der PC mal abgestürzt ist. Deshalb sage ich einfach mal jetzt bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.